fehlende Kontrolle über die abtrünnigen Dämonen reiste das ultimative Böse gen Norden in die Pestlande. Dieses Gebiet war ein Heimatort für Untote, die dort seit Äonen ihr Dasein fristeten. Sie würden sich sicher mit Freuden dem ultimativen Bösen anschließen. Und damit moin moin und ein super freundliches Hallo an alle Dungeons 2 Freunde. Und ein freundliches Winke Winke von dem ahnungslosen Bösen. So, das wollen wir mal den Moment hier abwarten, bis das mal geladen hat. Aber was der Geschichtenerzähler da vorneweg zu erzählen hat, will ich euch ja nicht unbedingt vorenthalten. Und ach, eigentlich geht das ja. So lange dauert es auch nicht. Siehste, jetzt hören wir schon mal was. Sehr gut. Und Action. Ich sagte Action. Die PlayStation macht echt, was sie will. So, jetzt aber. Nachdem sich die Dämonen offensichtlich dem ultimativen Bösen entzogen hatten, wollte es nun dringendst versuchen, wieder untote Kreaturen unter seine Kontrolle zu bringen. Dazu reiste es in ein Gebiet, das früher als die Pestlande bekannt gewesen war. Einst zierte hier ein riesiger Friedhof das Land und es war ein fröhlicher Ort für Untote, wenn Untote so etwas wie Fröhlichkeit kennen würden. Ich gehe mal davon aus. Heute, 20 Jahre später, hatte die Allianz diesen Ort in die Protzlande verwandelt. Einen unerträglich guten Ort, der zudem aufgrund seiner Vergangenheit schwer bewacht wurde. Zunächst würde sich das ultimative Böse um diese Verteidiger kümmern und den Ort verwüsten müssen, ehe es sich der Untoten bemächtigen konnte. Oh, so, dann werden wir mal anfangen, hier alles zu verwüsten. Oh, ein paar Betten haben wir hier schon. Nicht schlecht. Hier können wir Mana abbauen. Hier gibt es Eingänge. Na, guck mal hier, werden wir schon mal anfangen, ein bisschen was abzubauen. Oder abbauen zu lassen. So, 4 Schnodderlinge haben wir. So, dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir schon mal was zum Basteln. So gut wie schon alles erforscht. Falls irgend so ein Schrottkopf da kommt. Oh, hier haben wir schon eine Arena und eine Mini. Schatzkammer. Aber ich bin der Meinung, die sollte auch ausreichen. Hier hinten haben wir noch einen Ausgang. Was klicke ich denn hier heute rum? Hallo?
vielleicht mal an der falschen Stelle angefangen hier zu graben. So, einen nehmen wir uns noch, ein Schnodderling. Am besten auch gleich ein Nager. Da sollen wir dann hier anfangen zu sammeln. Wie ein Verrückter. Ich finde das sehr witzig, dass man die so verprügeln kann. Am Schnodderling eigentlich. So, nicht genug Werkzeugkisten. Mann, natürlich. So, so ein Krepel brauchen wir auch noch. So, was mit Trolle? Bevölkerungspunkte 3. So, eine Karlschmiede müssen wir uns bauen. Aber sicher doch. Wo bauen wir denn die bloß hin? Ich hoffe, der Biervorrat hier, der wird nachher nicht reichen. Die Anwesenheit des ultimativen Bösen hatte sich unter den Anhängern der Allianz herumgesprochen. Es musste sich alsbald darauf einstellen, dass diese seine Anwesenheit nicht dulden würden. So, du komm mal gleich mal her. Du kannst gleich mal hier Attacke. Es sind Feinde in eurem Dungeon. War ja klar. Wo sind die jetzt hin? Von wo kommen die Feinde? Von hier hinten. Ah, diesmal halten die schon ein bisschen mehr aus. Obwohl, einen hat's umgenietet. Dann werden wir hier nachher noch mal ein paar Fallen hinbauen.
Und was ich unbedingt benötige, ist ein Defibrillator. Und mal gucken, an welcher Stelle wir den... Haben wir mal, doch genug Gold haben wir, aber noch nicht genug Werkzeugkisten. Das heißt, ich stelle mal schnell noch einen von den Trotteln hier ein. Und noch ein Ork. Noch ein Naga. So, Chaos-Schmiede. Ah, warte mal, wir machen das mal anders. Die Chaos-Schmiede. Wollen wir hier hin? So, es zieht sich natürlich hier irgendwie alles, habe ich das Gefühl. Dass sie genau hier so eine Arena angebaut haben, ist ja ein bisschen albern. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, diesmal kommen sie tatsächlich von der anderen Seite. Oh, das ist aber auch ein Riesendungeon, jetzt mal ehrlich. Zur falschen Seite. Ah. Schlecht. Ganz schlecht. So, die nehmen wir mal. Bauen wir mal eine Heiler-Tussi draus. Hier schaffen wir Platz für einen Defibrillator. Zahltag. Ich finde ja die Kisten super. So, haben wir jetzt hier noch endlich mal genug Platz für... eine Chaos-Schmiede.
Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Gut, müssen wir erstmal so mit auskommen. So, schon haben wir einen fetten Troll. So, diesmal kommen sie wieder von der Seite. Ist ja. Da stehen sie. Ah! El Banditos! So, die werden jetzt alle gemacht, da gehe ich mal von aus. So, Chaosschmiede, da ist er. Ein Raum voller Ratten wurde angegraben. Ui, ein Rattenraum. Reicht meine Bevölkerung nicht mehr aus. Komm her, du Schlingel, das nehme ich gleich. Du kannst mal hier dich aufwerten. Und so, jetzt gucken wir erstmal, wo der Rattenraum ist. Raum voller Ratten. Wo, bitte? Oh. Ist das ein Monster-Dungeon? Hier ist der Rattenraum. So, werden wir gleich mal unsere Bevölkerungsanzahl erhöhen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wir haben echt drei Eingänge. Unglaublich. So, komm bitte, sei so blöd. Ja, so, der eine hat es schon mal voll umgehauen. Allein hier zuzugucken macht schon Spaß. Ja, der kleine Guerrero hier, El Mariachi, da kann er nicht viel ausrichten. So, das ist natürlich blöd. Wollen wir mal sehen, vielleicht funktioniert es ja. So, jetzt haben wir erstmal schnell noch den Defibrillator erfinden. So. Passt. Sehr gut. Dann haben wir hier in der Chaos-Schmiede. Wenn wir sie auch nochmal finden sollten. Ja, hier ist sie. Dann haben wir gleich noch ein paar Upgrades. Ach. Es ist Zahltag. Wird gerade gemacht, sozusagen.
Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, schon wieder ein paar Feinde im Dungeon. Ich habe eigentlich nur noch 12 Minuten Zeit da oben. 12,5 Minuten, bevor eine große Offensive startet. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Dann machen wir gleich noch eine Falle. Ah, nicht genügend Werkzeugkisten. Oh, was macht man hin hier mit Werkzeugkisten? So, eigentlich wollte ich hier... eine Wachstube hinbauen. Geht nicht, nicht genug Moneten. So, nicht genügend Gold. Ah. Nicht genügend Gold passt mir ja gar nicht. So, aber hier muss jetzt noch ein Stück Chaos-Schmiede hin. So, 35, da oben. Wir können noch nicht genügend Gold. Ich will noch einen Troll haben. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Mein Troll ist tot. Ja, der wurde jetzt in die... nicht die Kammer des Schreckens, sondern hier in die Heilerwerkstatt, in die Krankenstation gebracht und wiederbelebt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Na, dann sollen sie mal kommen. Was ist das für einer? Ist das ein Held oder was? Der hat nichts gelernt.
Was für ein Trottel. So, Defibrillator bitte. Sehr schön. So, einen Defibrillator haben wir schon mal. Cool. Und ich werde wahrscheinlich das so machen. Ich werde das hier zubauen lassen. Und hier noch einen weiteren Defibrillator hinbauen. Auch vorerst, wenn die das hier noch erstmal auch noch ausknappern müssen. So, 1000 Gold für die nächste Ladung an Mitarbeitern, wollte ich gerade sagen, an Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wo sind sie? Von hier kommen sie diesmal. Da. Also eine Elfe ist schon mal weggematcht. Gerade rechtzeitig, oder doch immerhin besser spät als nie, traf eine Monsterhorde aus dem Süden als Verstärkung ein. Oh. Diese hatte vermutlich einen kurzen Halt in ihrem Lieblingspub, dem Winchester, gemacht, der von zwei Brüdern geführt wurde. Aber wie auch immer, diese Truppen kamen, um zu helfen. Und das ultimative Böse hatte sicherlich Verwendung für sie. Aber sicher doch. So, wo sind sie? Drei Trolle? Das ist schon mal nicht schlecht. Schnappen wir uns... Ach, guck mal, die sind schon ausgebildet. Sehr gut. Dann lassen wir den einen so, wie er ist. Ah, der ist auch schon ausgebildet. So, wie sieht's aus mit Dagas? Nummer 2. Haben wir uns noch eine dritte Heilerin. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Gold. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Schon wieder Feinde im Dungeon. Ist ja unglaublich. So, hier sind sie. Ganz in der Nähe.
So, gucken wir mal zu, wie sie sich wieder gegenseitig wegballern. Nicht ganz. So, hier, guck mal, hier draußen haben wir schon ein paar von den Verrückten. Oh, ob sie das schaffen gegen den Bären? Da knickknack locker. Da hinten knirscht's. So, stiften wir mal hier oben ein bisschen Unruhe. Komm, die zwei, die kriegt er super hin. So, ach, du ahnst es nicht. Die erste halbe Stunde schon wieder um. Das sehe ich am Speichern. Ich habe gerade das automatische Speichern auf eine halbe Stunde gelegt. Es ist Zahltag. Oh. Zahltag. Obwohl die Horde sich noch ständigen Angriffen durch die... Im Süden lag ein kleines Militärlager der Allianz, das den Zugang zu den Protzlanden bewachte. Ein Angriff aus dem Inneren würde sie sicherlich überraschen. So, ich hoffe, das halten die durch. Und es kreizt mir keiner ab. Cool. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Es gab nur wenig, was sich der wilden Horde des ultimativen Bösen entgegenstellen konnte. Das Militärlager der Allianz im Süden gehörte offensichtlich nicht dazu und war schneller von der Oberfläche getilgt als ein Gehirn inmitten einer Horde Zombies. Arr. Nachdem die Allianz mit ihrer plumpen Welle-für-Welle-Taktik mehrfach gescheitert war, entschloss man sich letztlich dazu, das ultimative Böse mit einer einzigen riesigen Angriffswelle zu überrollen. Natürlich würden sie scheitern, doch es würde eng werden. Sehr eng. Dann werden wir mal sehen. Dann nehmen wir mal die Truppe hier. Packen die hier mal rein. Die sollen wir hier schön warten. Den Kollegen bilden wir mal gleich aus. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Feinde in meinem Dungeon passt mir gar nicht. Aber was soll ich machen? Hier oben kommen sie her. Aus dem Buch Pestlande bis zum Morgengrauen. Die Untoten in diesen Landen waren ein unheimlicher Haufen. Ihnen fehlte jeder Glitzer und Glamour, wie man es mittlerweile von Untoten im Allgemeinen und Vampiren im Speziellen gewohnt war. Hier würde man vergeblich nach einer Teenie-Liebesgeschichte suchen. Sehr gut. Die Falle wird entschärft gerade.
Ja, da wartet mal ab. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Mein Nager wurde erstmal gerade weggezottelt. Er kommt auf den Defibrillator. Oh, hier sieht gar nicht so gut aus. Wollen wir mal gucken, ob die hier noch was zu tun haben. Angreifer der Allianz waren besiegt und damit die Armeen des Guten zurückgeschlagen. Vorerst. Vorerst. Nun war es an der Zeit, selbst in den Angriff überzugehen und die Protzlande endlich wieder ihrer Bestimmung zuzuführen. Dann wollen wir das tun. Ich warte bloß noch auf den zweiten Defibrillator. Kommt, 100 Mücken. Schafft er noch. Schnell. Nur so viel Gold rum. Ah, Vorsicht, der Slenderman lauft! Oh, war nur mein Schatten. Entschuldigung. Was ist denn mit dem Geschichtenerzähler los? Hat er einen Knall? So, pass mal auf. Und zwar mache ich jetzt eins. Ich werde hier mal noch ein paar Sachen aufwerten, wie zum Beispiel... Ah, kann ich nicht. Ich wollte eigentlich das Heilen schneller machen. So, jetzt mache ich aber erstmal schnell hier den zweiten Defibrillator, bevor mir die Moneten wieder flöten gegangen sind. So, so ist schön. So, die heilen sich. Eine Kiste kommt hier auch noch hin. Dann machen wir den Platz hier noch für ein Bett. So, jetzt war schon wieder Zahltag. Meine Güte. Ist ja unglaublich. Okay, für den ersten Teil ist leider Feierabend. Ich will den nicht zu lang machen. Und... Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, es geht ja eins nach dem anderen hier. Von hier kommen sie jetzt diesmal ein paar. Ah, das gucken wir uns mal noch an, wie die wegflattern. Ah, nee, die werden entschärft. Mal sehen, ob er die zweite Ort schärft kriegt. Ja, schon schlecht.
Lager schnapp ich mir hier noch. Stanley machte sich Gedanken darüber, ob er nicht besser zu seinem Arbeitsplatz zurückkehren sollte. Der hat gewunken hier. Entschuldigung, ich bin im falschen Skript. Was ist Stanley? So, okay, vielen Dank fürs Reinklicken. Ich hoffe, ihr klickt in der nächsten Folge wieder mit rein. Bis dahin, tschüss, euer Olli.